In der chinesischen Provinz Shanxi sind Holzfäller unterwegs. Leider hat niemand daran gedacht, dass in den Rodungsgebieten noch Riesenpandas leben. Große Teile ihres Lebensraumes wurden bereits zerstört und die Pandas finden keine Nahrung mehr. Jetzt wurde ein Rettungsprogramm in die Wege geleitet und du bist für die Koordinierung verantwortlich. Beeil dich besser und sorge dafür, dass es den Pandas wieder gut geht. Die Grafikbugs im Hintergrund sind übrigens wunderschön. Oh, kein? Nix? Nichts? Finde ich gut. Würde gern am Bambus knabbern. Da gibt es hier so wundervolle Futtervorrichtungen. Ja, ich weiß, dass die Vorräte an Bambus aufgebrüllt sind. Hört auf mich zu nerven, Alter. Das halte ich... Oh. Das halte ich gar nicht aus, wollte ich gerade sagen. Ja, klar. Mhm. Alles gerodet. Aber Hauptsache, man macht den Bambus. Mhm. Ja. Mhm. Hauptsache, man baut jetzt noch eine riesen Fabrik hin. Ist klar. Ja. Mhm. Ja. Finde ich sehr logisch. Mhm. Ja. Gut, ich höre auf. Schneller. Schneller. Das muss schneller gehen, obwohl ich eigentlich keinen Marathon machen möchte, aber egal. So. So werden die Pandas doch sicherlich gerettet, oder? Sollte doch bald gehen, hä? Guck, da ist schon Bambus. Guck mal, holen die Pandas hier rüber. Oh, süße, guck mal, kleine Süße. Oh, sie putzig. Oh, sie süß. Oh, das ist eine Ratte. Oh, das ist eine Ratte. Oh, das ist eine Ratte. Oh, sie süß. Oh, sie kleine Ratte. Oh, sie putzig. Und der Panda macht süße Geräusche. Aber die Ratte ist auch süß. So, da Bambus. Seit wann müssen Jungtiere auch Muttermilch trinken? Das ist mir völlig neu. Wie der Bambus kleiner wird. Oh Mann. So, jetzt sind sie durstig. Auch noch durstig. Alter, das seht ihr ja nicht. Wasservorräte haben sie auch keine. Was sind das hier für eine Schlamperei? Das geht gar nicht. Ich gucke mir weiter hier die Ratte an, ja? Wenn ich sie wiederfinde. Oh, da liegt ein Skelett. Die Ratte ist gerade verhungert. Erfolgreich. Oh. Wollte ich nicht. Da liegt Abfall. Hey, da liegt Abfall. LOL. Was auch immer daran LOL ist. Sieht so aus wie in meinem Kinderzimmer. Ich fühle mich heimisch. Quatsch. Ja, wird's bald. Das muss schneller gehen. So, jetzt könnt ihr mal kommen hier. Das ist eine Ratte. Oh, ist die süße kleine Ratte. Guck mal, ist die süße kleine Ratte. Oh, ist die putzig. Oh, ist die süß. Ich nenne sie Mathilda. Oh, Mann. Guck mal, ist ja auch süß, oder? Ist ja alle süß eigentlich, ne? Putzig. Wo ist denn Mathilda? Ratten sind übrigens keine zulässigen Tiere. Das sind NPCs, die auftauchen unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel wie Geier bei Kadavern. Bei dieser jetzt etwa nicht. Bei Ratten bei Verschmutzung und Fische aus Korallenriffen. Ja. Finde ich gut. Dann haben wir es doch fast. Da wollen die auch noch schwimmen. Ja, moi. Es geht so nicht. Es kann nicht so. Das ist ja aufmüpfig wie eh und je, Alter. Es geht gar nicht. Gucke mal, könnt ihr schwimmen gehen. Ja, schaut's euch an. Ja, schaut's euch an und staunet. Ja, da geht's euch besser, ne?
der Boden okay? Scheint so. Der Boden hat aber nur Härtegrad 25. Ah ja. Es ist dir gelungen, die Panda-Familie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Die chinesische Regierung ist dir zutiefst dankbar und will dafür sorgen, dass die Pandas in Zukunft besser geschützt werden. Wenn du noch mehr Zeit mit den Pandas verbringen willst, dann wähle Fortsetzen. Oder möchtest du gleich mit der nächsten Mission beginnen? So schrecken hier nicht so, ist unglaublich. Wir haben 6 Minuten und 40 Sekunden gebraucht. Ein bisschen länger als bei der letzten Mission. Aber ich rase hier gerade so durch, es tut mir leid. Aber ich mache hier halt nur die Missionen. Tja, dementsprechend würde ich sagen, nächste Mission. Bis morgen. Bis zur nächsten Folge. Ladebalken!